Servus Leute, und zwar, wie ich versprochen habe, ich werde jetzt die Add-ons von dem Programm Virtual DJ vorstellen und auch hochladen. Und ja, ich zeige euch mal, wie viele da drin sind. Also, es sind schon ziemlich viele, wie ihr unten sehen könnt. Und zwar, sie sind nicht von mir. Ich habe sie von dem Robin Simon 105. Abonniert ihn. Er macht geile Videos, das müsst ihr euch mal ansehen. Gefällt mir. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die Add-ons. Ist auch kein Virus drin versteckt, keine Angst. Hier. So. Der Link. Zack. So, dann Datei speichern. Ja, mein Internet ist gerade ein bisschen schlechter, da ich hier gerade was runterlade. Hier. Lade ich schon mit 304 Kilobytes Sekunde runter, deswegen hängt das jetzt hier ein wenig. Das ist das, was ich bisher schon runtergeladen habe. Nur mal so nebenbei. Ja, das. Ja, hängt noch ein wenig. In der Zeit kann ich euch ja unsere neue Homepage vorstellen. Was heißt neue Homepage? Wir haben sie jetzt verfeinert. Und ist jetzt auch auf Deutsch. Und ja, wer Interesse hat, kann sich ja bei mir melden oder bei uns. Ist ganz einfach, ein Klick auf die deutsche Flagge. Und wie ihr sehen könnt. So. Hier. Ja, ich weiß, hier ist noch ein kleiner Fehler. Den musste Dani noch ausbessern, sondern 2009, nicht 209. Aber gut, okay. Ja. Hier könnt ihr noch bewerten. So, oder gut, oder naja, nicht so gut. Scheiße, kein Plan. Ich natürlich spitze. Ist ja auch unsere. Und ja, ich kann euch mal zeigen, wenn ich angemeldet bin. Ich hoffe, ich habe das Passwort jetzt richtig eingegeben. Genau, gut. So, hier können wir auch noch eine neue Textmatch abgeben. Und ja, kann ich wieder rausgehen. Das ist jetzt fertig. So. Auf Viren überprüfen. So. Das entpacken wir dann. So. Das können wir dann wieder löschen. So. So. Jetzt müsst ihr den Ordner Virtual DJ öffnen. Ich habe den Ordner jetzt auf dem Desktop, ist für mich einfacher. So, dann auf Plugins, Soundeffekt. So, dann öffnet ihr das, das. Kopiert die ganzen. Und fügt sie dann hier ein. Ich habe es jetzt schon drin, deswegen werde ich es lassen. Und dann habt ihr die Daten. Wenn einer von euch einen Error bekommt, schreibt mir bitte eure Fehlermeldung. Und ja, ansonsten, have fun und goodbye.